an die Brassen! Horrido, ihr Landratten und Kielschweine, weiter geht's hier bei Herrscher der Meere. Ja, wir haben ja in der letzten Runde hier den Hafen Nebelauen erobert, haben auch dort schon die Festung instand gesetzt, glaube ich. Jawohl, da sehen wir hier die Gerüste. Die Baugerüste. Und haben hier mitten in der Runde aufgehört. Lassen wir es einfach mal weiterlaufen und sehen, was passiert. Wir sind eingelaufen, Sir. Ja, unsere Handelsflotte hier mit Fleisch aus Järgern in Festum angekommen. Die wollen wir mal gleich wieder losschicken. Nachdem wir hier das Fleisch verkauft haben, füttern wir die Leute an Bord. Nehmen das Elfenbein mit. Nehmen hier auch noch jawohl, ein bisschen Elfenbein von den neutralen Herstellern mit. Das wird ja auch so langsam dann weniger. Ich würde mal sagen, ich lasse mir hier ein bisschen Geld übrig. Denn wir haben es ja alle schon erlebt, wie das ist, wenn das Geld knapp wird. No. So, verproviantieren wir noch die Jungs ein bisschen und dann schicken wir sie wieder auf Tour. Nämlich hier nach Mendena, um dort noch ein bisschen Elfenbein abzuholen und es dann wieder in Järgern abzuliefern. Ah! Okay, wir haben den spanischen Heimathafen entdeckt, endlich. Kannenfünde, heißt er? Was für ein Name. Für einen spanischen Heimathafen. Klingt sehr, kommt mir sehr spanisch vor, ne? Kannenfünde. Ich wüsste gar nicht, wie man das auf Spanisch aussprechen sollte oder mit einem spanischen Akzent aussprechen sollte. Das wäre mal ein interessanter Versuch. Aber egal, was hat man dort im Angebot? Gewürze und Zuckerbedarf hat man an Edelmetallen und Kaffee. Ja, was uns aber immer noch fehlt, ist Wehrheim, ne? Der Hafen. Wie sieht's auf unserer Exkursionsbrig aus? Die haben hier noch genug Proviant. Deswegen lassen wir sie mal hier die Küste weiter abklappern. So, endlich mal. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ja, dass ihr hier mal weiter erkundet. Hier so die Küste lang. Da muss doch noch, irgendwo muss Wehrheim doch noch stecken. Genau. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ah, wunderbar. Schauen wir mal, was die anderen machen. Handel 2, das ist ja die Flotte, die wir hier im Hafen haben, liegen lassen erstmal. Oder die Korvette. Damit wir sehen, ob die Schäden repariert werden. Dann gibt es ja noch eine Flotte namens Gewürze. Genau, die ist hierhin unterwegs nach Merolin. Die Flotte läuft ein in den Hafen Nebelauen. Um dort zu handeln. Soweit also alles gut unterwegs. Jawohl, jeder hat hier Kurse, bis auf die. Die laufen erstmal in den Hafen ein. Und dann schauen wir mal, was wir hier inzwischen provoziert haben. Kein Elfenbein, dafür aber Kaffee. Ja, das wäre dann natürlich die Tour. Hier, die produzieren ja auch selber Kaffee. In den spanischen Heimathafen. Mal hier können wir auch noch von den Neutralen was mitnehmen, kostet aber Geld und es ist die Frage, naja gut, einen Monatswechsel kann ich mir hier erlauben, dann sollten die Jungs in Järgern sein. Ja, was wir dann hier auch von den Neutralen Elfenbein mitnehmen, so, sorgen wir dafür, dass die Dampfer dann auch richtig voll sind. So. Na komm schon, 8. Und dann verproviantieren wir die Leute hier wieder. Schauen wir hier noch nach. Ja, okay, hier hätte ich noch Platz für weitere Elfenbeinfabriken. Ich will jetzt aber hier das Geld nicht weiter antasten. Deswegen
verzichten wir hier erstmal auf weitere Baumaßnahmen, schicken die Jungs los nach Järgan. Dann schauen wir mal zu, dass wir da durchkommen. Als Mission läuft ja immer noch, dass wir den Hafen Wehrheim finden. Und auf dem sind wir ja immer noch nach der Suche. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, sehr schön. Unsere Flotte kommt in Nebelauen an. Wir sind eingelaufen, Sir. Was brauchen die eigentlich hier? Klamotten und Zucker. Haben wir noch keine Produktionsstätten dafür entdeckt. Ja. Deswegen ist die Flotte auch leer. Wir nehmen hier wieder mal mit, was wir kriegen können. Ein bisschen Proviant nehmen wir auch schon mal mit an Bord. Das ist momentan hier nicht allzu viel. Ja. Obwohl wir hier die Produktionsstätten voll ausgebaut haben. Ja, es ist kein Bauland mehr in diesem Hafen zur Verfügung. Und ja, müssen wir uns eventuell was einfallen lassen, dass wir hier das auch richtig ausschöpfen. Ja, erstmal wird ja hier die Festung ausgebaut. Und ich würde mal sagen, die Flotte lassen wir vielleicht noch bis Ende des Monats hier stehen. Dann ist vielleicht noch neue Ware im Lager, die wir dann transportieren können. No. Dann schauen wir uns mal unsere Kampfflotte an. Die Briggs, die haben ja hier auch ein bisschen gelitten. Die Fregatte hat natürlich nichts abbekommen, aber wir haben hier eine ziemlich ledierte Brigg. Und die lassen wir auch mal hier stehen. Mal schauen, ob die Schäden repariert werden. No. Noch ist es also ungefähr die Hälfte. Sieht noch nicht allzu gut aus für das Schiffchen. Ja, schauen wir aber einfach mal weiter. Lassen den Monatswechsel passieren. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ah, unsere Erkunder schicken wir hier weiter an der Küste lang. Möglichst eng an der Küstenlinie, denn da wissen wir ja, verstecken sich die Häfen. Haben wir hier gesehen, wir sind hier schon ein paar Mal lang gefahren. Und ja, schauen wir mal. Ja, dass wir endlich diesen Hafen Westheim oder Wehrheim entdecken. Zielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ach, wunderbar. Die Jungs waren ja richtig flott unterwegs, rechtzeitig vor dem Monatswechsel. Laufen wir hier Sir. In Järgan ein mit unserer Fracht und können die natürlich auch gleich verscheuern. Das bringt natürlich wieder Geld in die Kasse. Sehr schön. Ja. Dann haben wir wieder ein gesundes Finanzpolster. Holen hier Waren ab. Oh, vielleicht haben wir noch jede Menge. Da. Zack. Und wieder ein Proviant auffüllen. Schauen wir nach, ob wir hier vielleicht noch die Produktion ausbauen können. Leider kein Bauland mehr in diesem Hafen zur Verfügung. Passt aber eigentlich so weit, denke ich mal, dass das hier ausgeschöpft ist, auch von den Transportkapazitäten. No? Die Jungs können wir also gleich hier auf den langen Weg wieder nach Hause schicken. Und damit geht's in den nächsten Monatswechsel. Jawohl. Ja, Piraten, da müssen wir auch noch aufpassen. Den werden wir früher oder später im Spiel natürlich auch noch begegnen. Ja, ansonsten sind wir hier sauber durchgekommen. 200.000 Goldstücke haben wir für diesen Monat zur Verfügung. Schau mal nach, was sich hier in Nebelauen getan hat. Ob da jetzt durch den Monatswechsel wieder Waren ins Kontor gekommen sind. Ja, a weng, a wenig, wie der Franke sagt. Ja, von den Neutralen ist nichts da. Die anderen Nationen haben hier auch noch nichts produziert. Würde ich aber sagen, schicken wir die Flotte vielleicht einfach mal trotzdem auf den Weg. Die Frage ist, ob wir sie vielleicht hier in Ebingen vorbeischauen lassen, dort noch Ware einkaufen, ja, damit das Schiff halt auch voll beladen zurückkehrt. Und in der Zeit, diese Tour dann hier länger braucht, kann natürlich in Nebelauen weitere Waren produziert werden.
das wäre nicht uninteressant, vor allem, weil ich ja doch hier diese Tour so langsam am Laufen habe. No. Die Flöte sind natürlich extrem langsam, aber machen wir die Tour einfach mal. Ne? Verproviantiert haben wir den Dampfer. Die Jungs sollten also satt dort ankommen, ohne unterwegs Hunger leiden zu müssen. Wir schauen mal, was weiter Zielpunkt passiert. Erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Jawohl, die sind hier ja immer noch auf der Suche nach dem Hafen Wehrheim, heißt es. No, da hätten wir noch bis August Zeit, diese Mission anzunehmen. Aber ich möchte das natürlich am liebsten erst machen, wenn wir den Hafen Wehrheim tatsächlich entdeckt haben. Lassen wir die Jungs mal nochmal hier rumschippern. Hier haben wir ja einen Hafen Veneta, hatte ich ja beim letzten Mal drüber gesprochen, über das legendäre Veneta, das Venedig des Nordens an der Ostseeküste im Mittelalter 1200, 1150 angeblich im Meer versunken. Ja, schauen wir mal weiter. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ja, weitersuchen, Jungs. Ja, die Ecke hier sollte da wahrscheinlich nichts sein. Trotzdem klappern wir das mal sicherheitshalber ab. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ja, gründlich weitersuchen. Diese Inselkette solltet ihr vielleicht nochmal abklappern, aber das können wir auch mit denen machen. Ach, ich bin echt am Überlegen, echt am Rätseln, wo sich der Hafen Wehrheim noch verstecken könnte. Ne? Wir haben hier nichts, hier haben wir Port Stör, hier haben wir Charypso, Kap Barabak. Gut, hier ist eine Weile nichts, aber hier sind zwei Häfen richtig aneinander, Mengbilla und Kuzlik. Hier haben wir den französischen Heimathafen, Elenvina. Das passt sogar halbwegs vom Namen her, ne? Elenvina, kann man französisch aussprechen, wunderbar. Ja, dann hier Nostria, hier oben in der Bucht versteckt, Torval. Und vom Namen her würde Wehrheim schon fast in die Ecke hier hinpassen, ne? Olport, da oben Dirat. Der Hafen ist gesperrt, okay. Eventuell sitzen da Piraten, da müssen wir mal drauf achten. In der nächsten Runde, die anderen neutralen Häfen sind ja soweit alle geöffnet. Dass ein Hafen gesperrt ist, ist immer ein Zeichen dafür, dass da eventuell was passiert. Na, hier haben wir Leskari, den Hafen auch geöffnet. Gut, hier in der Bucht wäre natürlich noch Platz, aber die haben wir abgesucht. Na. Also, den Fluss hier können wir auch nicht weiter hochfahren. Hier, diese Inselgruppe, sind wir, glaube ich, auch außen lang gefahren. Und hier, das wäre also wirklich dicht, dann Hafen auf Hafen. Ja, wenn wir hier mal gucken, hier haben wir Tusak, hier haben wir Järgan, da haben wir Kannenfünde, wie gesagt. Port Störe, Kersbom, ja, und ansonsten, ja, Schmidtburg, Wehrheim würde natürlich auch hier irgendwohin in die Gegend passen. Na, so ein halbwegs deutsch klingender Name. Und hierhin würde es auch eigentlich noch, aber hier ist eigentlich schon so alles dicht an dicht. Hier haben wir Aralon Fuchsbergen. Wehrheim wäre natürlich auch was Schönes da in der Nähe. Da haben wir Tornzell und Zerzinge. Na, ich weiß echt nicht, wo dieser Hafen noch stecken könnte. Jawohl, dann schicken wir die Jungs hier erstmal nach Kap Bribak, um sich zu verproviantieren. Da, na, 10 Wochen haben die Jungs zwar, aber die sollen ja auch satt sein und sich nicht um Proviant kümmern müssen. Die Leute hier langsam unterwegs, Gewürzflotte. Okay, das läuft alles. Zielpunkt erreicht, Sir. Was sind Ihre Befehle? Ja, ihr schaut hier bitte weiter die Küste lang. Sicherheitshalber halt auch in diesen Einschnitt hier rein. Irgendwo muss dieses Wehrheim doch sein.
Okay, Monatswechsel sollte kein Problem sein. Jawohl, 160.000. In Järgern, da haben wir ja eine Werft gebaut, da wurde eine Korvette fertiggestellt. In Festum eine Fregatte, sehr schön. Schauen wir gleich mal hier in die Häfen rein. Ja, denn hier haben wir ja noch unsere Korvette. Sieht so aus, als ob die Schäden tatsächlich weniger geworden sind. Habe ich den Eindruck. Gefühlt. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Ja, schauen wir mal auf die Werft. Wisst ihr mal was? Ich lasse mal die Leute hier auf der Werft nicht arbeiten an einem Neubau. Vielleicht machen sie sich dann ans Reparieren. Vielleicht hängt das so zusammen. Ja, dann müsste ja die Korvette in der nächsten Runde repariert sein. Schauen wir hier bei den Briggs vorbei. Da scheint sich nichts getan zu haben. Wenn wir mal in den Hafen angucken hier. Ja, das ist immer noch auf gute Hälfte. Da scheint sich also mit Reparatur nichts getan zu haben. Ja, schauen wir mal weiter. Das allerdings dann erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die sind unterwegs. Na, kommt schon, Leute. Lasst mich nicht im Stich hier. Lasst mich nicht hängen. Leute, endlich! Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Okay. Bis dann, Leute.